Ja, jetzt wollte ich ein bisschen was zu diesen Chants erklären. Die meisten von den Paritas, die wir hier zitieren, sind ja aus den Suttas entnommen. Und das heutige unterscheidet sich ein bisschen davon und sind zum Teil auch ganz ungewöhnlich, zumindest für Theravada-Verhältnisse, ungewöhnliche Texte. Und das Thema, was die alle miteinander gemeinsam haben, ist, dass es um mehr als nur einen Buddha geht. Und nachdem heute ja Weihnachten ist, da feiert man ja die Geburt von Jesus, also die Christenheit. Auch wenn Historiker sagen, das ist gar nicht sicher, dass der am Weihnachten Geburtstag hatte. Aber die Symbolik, die dahinter steckt, die Wintersonnenwende, also dieses neue Jahr, der neue Aufbruch, das war ja damals auch ein neuer Aufbruch, die hat ja praktisch ein neues Verständnis in die damalige jüdische Religion gebracht, eben mit Vergebung und Liebe deine Nächsten und solche Dinge, im Gegensatz zum vorher doch irgendwie so dieser zürnende, rächende Gott, also da eine neue Weltsicht hineingebracht, ein neuer Aufbruch. Und auch wenn die Buddhas ja eigentlich jenseits von Geburt sind, die haben Geburt zu Ende gebracht, kann man doch sagen, es ist die Geburt von Dhamma. Ein Dhamma, was in die Welt zurückkommt, ist ja auch ein zyklisches Ereignis. Und die Lehre, die wir jetzt haben seit 2500 oder fast 2600 Jahren, ist ja auch nicht für immer hier, sondern man sagt, etwa 5000 Jahre soll sie überdauern. Also haben wir jetzt ungefähr Halbzeit gerade vorbei. Aber ein Sammasambuddha, ein vollkommen erwachter Buddha, ist eben einer, der aus eigener Kraft in diesen dunklen Zeiten die Leere wieder entdecken kann und der Welt zurückbringen kann. Und nachdem das eben auch ein zyklisches Ereignis ist, also nach der dunklen Zeit kommt wieder ein neuer Buddha, passt es irgendwie zu Weihnachten. In Freising, in Bodhivihara, da haben sie auch die gleiche Idee gehabt oder vielleicht aufgegriffen und feiern da an heute, glaube ich, die Geburt des gegenwärtigen Buddha und morgen die vergangenen Buddhas und übermorgen den künftigen Buddha oder so ähnlich, habe ich gelesen. Aber bei uns ist es alles an einem Tag abgehakt, an dem sehr glücksverheißenen Halbmondtag. Ja, die erste Sambuddhe, der Text ist ein Zahlen, eine Anreihung von Zahlen eigentlich nur. Den 512.028 Buddhas und ihrem Dhamma und ihren Sangha erweise ich respektvoll Verehrung, und durch die Kraft dieser Ehrerweisung mögen mir alle Missgeschicke sich von mir abwenden und mögen alle Hindernisse verschwinden. Dann kommt das Gleiche nochmal, nur mit 1.024.055 Buddhas. Und dann der dritte ist 2.048.109 Buddhas. Und da fragt man sich, wo kommen diese Zahlen her? Also aus dem Pali-Kanon mit Sicherheit nicht. Und dieser Text ist auch ein späteres Machwerk. Allerdings ist, so habe ich gelesen, soll er in Amaravati in Südindien gefunden worden sein. Das war ja die letzte Hochburg des Theravada-Buddhismus, bevor er in Indien praktisch zugrunde gegangen ist, erst mehr oder weniger vom Mahayana verdrängt und später von den Muslims, von den Moguls ausgelöscht und reabsorbiert in den Hinduismus. Also da ist ja der Buddhismus in Indien, im Mutterland, für lange Zeit verschwunden. Und erst jetzt, seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, gibt es wieder mehr Buddhisten in Indien, einmal die tibetischen Flüchtlinge und dann auch diese Kastenlosen, die jetzt Buddhisten geworden sind, etwa, glaube ich, 5 Millionen ungefähr inzwischen wieder. Also es ist auf jeden Fall ein Text, der in der Theravada-Tradition rezitiert wurde. Und diese 512, 1024 und 2048, das sind Zweierpotenzen. Also 2 hoch 9, 2 hoch 10, 2 hoch 11. Also eine gewisse Zahlenmagie. Dann mal 1000. 1000 ist im indischen Sprachverständnis bedeutet einfach viele. Also zweimal, 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 zweimal viele Buddhas. Und dann die Endziffern, die sind dann wieder aus
überlieferten Texten. Also die 28 von dem ersten Vers waren die 28 Buddhas, die wir jetzt auch in dem letzten rezitiert haben. Vielleicht sollte ich sagen, dass auch die zwar im Kanon enthalten sind, aber nicht in den Suttas direkt. Die stammen aus dem Buddhavamsa, das ist aus dem Kuttaka Nikaya, ein Werk, was also vielleicht 200 Jahre nach dem Buddha entstanden ist. Der Buddha selber hat von 7 früheren Buddhas gesprochen, inklusive ihm selbst 7. Die Samdiga Nikaya sind die erwähnt, also von Vipassi bis Gotama, die sind im Diga Nikaya. Und dann später kam, ich dachte immer, das sei später erst in Sri Lanka entstanden, aber es ist bereits im Buddhavamsa, spricht man von 24 früheren Buddhas, angefangen von Buddha Dipankara, bei dem der letzte Buddha Gotama in einem früheren Leben vor 12 Äonen im Dreck liegend gelobt hat, selber ein Buddha zu werden. Und das dann auch 12 Äonen später eben unser Buddha geworden ist. Und dann im Anhang sozusagen zu diesem Buddhavamsa werden dann noch ohne Zeitangabe 3 frühere Buddhas genannt, also Tanhankaro, Medankaro und Saranankaro, die wir eben vorhin aufgelistet haben. Die 55, 1.024.055, die stammen aus einem Buch namens Lalita Vishtara. Das ist ein Werk, was schon Mahayana-Gedanken drin hatte. Die haben dann halt 55 Buddhas aufgezählt. Und dann die 109 stammen aus dem Mahavashtu, das ist also ein frühes Mahayana-Werk. Also die waren den Leuten in Amaravati offensichtlich bekannt und die haben diesen Text komponiert. Und mein Lehrer Ajahn Tongdeng steht sehr auf diesem Chant, also fast kein Abendchanting, wo das nicht drin vorkommt. Und warum, das werde ich später noch ein bisschen erklären. Diese Zahlen oder diese Namen, die da genannt werden, also wenn die vom Buddha selber nicht kommen, sind dann natürlich irgendwie schon Dichtungen. Aber die Namen, die da genannt werden, Dipankaro, der Lichtmacher, Saranankaro, der Zufluchtmacher, Padmo, der Lotus und so weiter, das sind alles mehr oder weniger Beschreibungen von Buddhas. Und wir haben im Kanon sehr viele Listen und Beschreibungen von den Eigenschaften, die alle Buddhas gemeinsam haben. Und das war auch die Fortsetzung von dem, nach der Liste von den 28 Buddhas, die wir jetzt am Schluss gechantet haben und die wir auch einmal in der Woche hier chanten, aus dem einfachen Grund, weil unsere Stupa den 28 Buddhas der Vergangenheit gewidmet ist. Ob die jetzt so geheißen haben, weiß kein Mensch. Aber es hat mit Sinn unendlich viele Buddhas in der Vergangenheit gegeben bei anfangloser Zeit. Und die letzten 28 sozusagen in den was weiß ich wie viel Äonen, das ist noch irgendwie so in Reichweite, deswegen also 28. Aber ob die jetzt so geheißen haben, weiß kein Mensch, aber das spielt auch keine Rolle. Es geht darum, sich zu vergegenwärtigen, dass eben diese Buddha-Eigenschaften, wir sagen also nicht Buddha-Natur, das ist so ein Begriff aus dem Mahayana, aber Buddha-Eigenschaften, Buddha-Qualitäten, etwas sind, was die alle gemeinsam hatten. Die werden auch in diesem Chant, den wir jetzt zum Schluss gemacht haben, genannt. Das sind Sachen drin wie, alle Buddhas sind ungleich gleich. Das heißt, die haben individuelle Eigenschaften, die haben unterschiedliche Anzahl von Schülern, ihre Lehre dauert unterschiedlich, hält unterschiedlich lange, ihre Lebensspanne ist unterschiedlich lange und so weiter. Aber sie haben alle was gemeinsam, zum Beispiel, dass sie den Herdenführerplatz beanspruchen. Das Pali-Wort lautet wörtlich Leitbulle, also Leitstier. Und dass sie den Löwenruf in den Versammlungen ertönen lassen. Und dass sie mit den 10 Kräften ausgestattet sind und das Rad der Lehre in Bewegung setzen. Und alle mit großen geistigen Kräften ausgestattet und so weiter. Und der Schluss dieses Chants war dann eben Ehrerweisung an diese ganzen Buddhas. Und dann ganz am Schluss wurde es dann wieder ein bisschen, würde ich sagen, in die Richtung Magie, aber etwas jenseits dessen, was wir mit rein verstandesmäßigen, rationalen Denken erfassen können. Da geht es darum, dass in den 4 Richtungen verschiedene Arten von feinstofflichen Wesen da sind, die uns beschützen können. Hat man ja in allen Religionen, im Christentum die Schutzengel, die Erzengel, die einen beschützen und so weiter.
Und eben der Wunsch, dass die uns beschützen mögen, das war so der letzte Teil von diesem Chant. Ja, was bedeutet das? Der Löwenruf. Also wenn der Buddha sagt, es gibt keinen in der Welt, der mir gleicht und ich habe Mara besiegt und solche Sachen, dann steckt da, weil er ja auch kein Ich-Dünkel mehr hat, keine Prahlerei oder Protzerei drin, sondern das ist einfach ja wie ein Löwe. Wenn der seinen Brüller loslässt, da gibt es keinen Zweifel. Also der stellt es dar, was der, wenn der röhrt. Ne? Wenn eine Hauskatze versucht, einen Löwenruf loszulassen, dann klingt das halt anders. Ne? Dann sagt der Buddha zu seinem Hauptschüler Sariputta, der Tathagata, so hat er immer sich selber beschrieben, der Sogegangene, hat diese 10 Kräfte eines Tathagata. Also eines Tathagata heißt jeder Tathagata, jeder Buddha hat diese Kräfte. Und weil er diese besitzt, beansprucht er den Platz als Anführer der Herde, lässt seinen Löwenruf in den Versammlungen ertönen und setzt das Rad des Brahma in Bewegung. Also da hat praktisch dieser Chant, der in Sri Lanka offensichtlich entstanden ist, den wir zum Schluss gemacht haben, der also nicht aus den Sutta stammt, hat aber hier in dieser Lehrrede, das ist die längere Lehrrede vom Löwenruf, seine Grundlage, also dieser Platz als Herdenführer und so weiter. Also was sind die 10 Nächte Kräfte eines Tathagata? Der Tathagata versteht der Wirklichkeit entsprechend das Mögliche als möglich und das Unmögliche als unmöglich. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend die Folgen begangener Handlungen, vergangene, zukünftige und gegenwärtige, mit den Möglichkeiten und mit den Ursachen. Also wir können ja immer nur mutmaßen. Ne? Also gutes Karma, wissen wir, hat gute Folgen und schlechtes Karma hat schlechte Folgen. Aber was jetzt genau die Ursache von welchem Ereignis ist, das weiß eben nur ein Buddha. Und der Buddha hat ja auch in der anderen Lehrrede gesagt, wenn man versucht, darüber nachzudenken, dann kann man wahnsinnig werden, weil es einfach sich so weit verzweigt. Der Tathagata versteht der Wirklichkeit entsprechend die Wege, die zu allen Bestimmungsorten führen, also den verschiedenen Daseinsbereichen. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend die Welt mit ihren vielen und verschiedenen Elementen. Das ist so eine Umschreibung von Allwissenheit. Zu dem Thema Allwissenheit lese ich später noch was vor. Das haben ja andere Religionsführer in Indien damals auch behauptet, sie wären allwissend. Aber der Buddha hat dann gesagt, Allwissenheit bedeutet nicht, dass man alles jederzeit weiß, sondern nur, wenn er etwas wissen will, dann steht ihm dieses Wissen zur Verfügung. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend, wie Lebewesen verschiedene Neigungen haben. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die er brauchte, um eben als bester Lehrer eben genau die richtige Darstellung, Lehrweise für den jeweiligen Schüler zu haben, um dem optimal helfen zu können. Er versteht die Veranlagung anderer Lebewesen, anderer Personen zu ihren Fähigkeiten. Er versteht der Wirklichkeit entsprechend die Befleckung, die Reinigung und das Auftauchen in Bezug auf die Vertiefungen, Erlösungen, Konzentrationen und Erreichungszustände. Also diese Bereiche, die weit jenseits des Denkens liegen, trotzdem, trotz dieser Stille, trotz dieser Bewegungslosigkeit des Geistes, genau zu verstehen. Er erinnert sich an seine vielfältigen früheren Leben. Das heißt an eine Geburt, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, 100.000, viele Äonen, in denen sich das Weltall zusammenzog, viele Äonen, in denen sich das Weltall ausdehnte. Und er versteht, er sieht mit dem himmlischen Auge, das geläutert und dem menschlichen überlegen ist, die Wesen sterben und wieder erscheinen, niedrige und hohe, schöne und hässliche, Glück und Elend. Und er versteht, wie die Wesen ihren Handlungen gemäß weiterwandern. Wiederum vertritt der Tathagata durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft hier und jetzt in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, ein und verweilt darin. Das ist die 10. Kraft. Und diese 10. Kraft haben auch alle Arahants. Also alle Arahants haben diese 10. Kraft. Das heißt, sie haben diese Vernichtung von Unwissenheit, Sinnlichkeit, Daseinstrieb erlangt. Diese anderen sind sozusagen optional. Es gibt welche, die auch das himmlische Auge besitzen, mehr oder weniger intensiv oder sich an vergangene Leben erinnern. Aber alle 10 hat eben nur ein Tathagata. Dann die Selbstsicherheit.
Gibt es auch welche, die sich nicht an die vergangenen Leben erinnern? Also Arahat? Ja. Okay. Der Tathagata hat diese vier Arten der Selbstsicherheit und weil er diese besitzt, beansprucht er den Platz als Anführer der Herde und so weiter. Die Grundlagen der Selbstsicherheit, ich sehe keine Grundlage, auf der mich irgendein Mönch oder Brahmane oder Himmelswesen oder Mara oder Brahma oder irgendjemand auf der Welt im Einklang mit dem Dhamma so beschuldigen könnte. Während du behauptest, völlig erwacht zu sein, bist du nicht völlig erwacht in Bezug auf bestimmte Dinge. Und weil ich keine Grundlage dafür sehe, verweile ich in Sicherheit, Furchtlosigkeit und Selbstsicherheit. Und es könnte ihn keiner beschuldigen, während du behauptest, die Triebe vernichtet zu haben, sind diese Triebe nicht von dir vernichtet worden. Oder jene Dinge, die du Hemmnisse nennst, sind nicht in der Lage, denjenigen zu hemmen, der sich in sie verwickelt. Oder wenn du jemanden das Dhamma lehrst, dann führt es ihn, sofern er es praktiziert, nicht zur vollständigen Vernichtung von Dukkha. Das heißt, jeder, der dementsprechend praktiziert, wird dahin gelangen. Das sind die vier Grundlagen der Selbstsicherheit. Es gibt eine Lehrrede, weil es manchmal heißt, diese Geschichten, die sich um die Geburt des Buddha ranken, seien alles spätere Erfindungen und Legenden. Das ist in Majjhima Nikaya, das ist also einer der authentischsten und frühesten Sammlungen, genannt diese Wundergeschichten, die also mit der Geburt des Buddha zusammenhängen. Aber bereits bevor er geboren wurde, gibt es eben erstaunliche Eigenschaften, also die Mönche unterhalten sich über die wunderbaren und erstaunlichen Eigenschaften des Buddha und der Buddha kommt hinzu und sagt, ja, worüber redet ihr gerade? Und Ananda sagt ihm dann, ja, wir unterhalten uns jetzt gerade über die tollen Eigenschaften des Buddha. Und dann sagt er, ja, was hast du denn da so gehört? Und der Buddha bestätigt es dann auch. Also, dass er in seinem vorletzten Leben, war er ja als Himmelswesen in Tusita-Daseinsbereich, dass er in dieser Lebensspanne bereits voll achtsam und wissensklar war. Also er hat sein ganzes Leben achtsam und wissensklar verbracht und auch seinen Tod genau unter Kontrolle gehabt und hat gewusst, so jetzt nochmal Mensch werden und dann ist die Zeit, ein Buddha zu werden. Da steht zum Beispiel auch drin, als der Bodhisattva in den Schoß seiner Mutter eingetreten war, wurde sie wahrhaftig sittsam. Sie enthielt sich vom Fehlverhalten bei Sinnesvergnügen und so weiter, also hielt die fünf Tugendregeln ein. Und sie war dann für keinen Mann mit einem lusterfüllten Geist zugänglich. Das ist ganz interessant, weil manchmal wird gesagt, also habe ich in christlichen Zeitschriften schon gelesen, dass auch der Buddha von einer Jungfrau geboren wurde, weil die Mutter hatte, als sie ihn empfangen hat, einen Traum von einem weißen Elefanten, der in ihren Schoß eintritt und so weiter. Aber das ist natürlich Unsinn, weil nur der Bewusstseinsstrom dieses Wesen durch diesen weißen Elefanten symbolisiert war. Also die hatte durchaus ganz normalen Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann vorher gehabt, jahrelang erfolglos, und dann hat sie eben diesen Traum gehabt und wurde dann schwanger mit dem Bodhisattva. Also es war keineswegs eine jungfräuliche Geburt. Dann kommen diese ganzen Geschichten, dass er nach seiner Geburt 7 Schritte gemacht hat und das Himmelswesen ihn in Empfang genommen haben und gebadet haben und dass er gesagt hat, ich bin der Höchste auf der Welt und so weiter. Und dass die Erde gebebt hat und Leute, solche Sachen kommen da. Aber am Schluss sagt der Buddha, nachdem das so ist, behalte auch dies als eine wunderbare und erstaunliche Eigenschaft des Tathagata im Gedächtnis. Ananda, das sind dem Tathagata Gefühle bekannt, wie sie erscheinen, wie sie gegenwärtig sind, wie sie verschwinden. Wahrnehmungen sind ihm bekannt, wie sie erscheinen, wie sie gegenwärtig sind, wie sie verschwinden. Gedanken sind ihm bekannt, wie sie erscheinen, wie sie gegenwärtig sind, wie sie verschwinden. Ananda, behalte auch dies als eine wunderbare und erstaunliche Eigenschaft des Tathagata im Gedächtnis. Tja, was bedeutet das? Also einmal wahrscheinlich, um den mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runterzuholen, zu sagen, ja, also darum geht's eigentlich gar nicht, um diese ganzen Wundergeschichten. Aber es bedeutet natürlich auch, dass er wohl was anderes gemeint hat, als
naja, irgendwie in Gedanken versunken zu sein, sondern dass er halt wirklich klar gewusst hat, was los ist. Gefühle zu kennen. Ich meine, wir haben die Praxis der Gefühlsbetrachtung, ist eine der vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das ist eine Meditationsmethode, aber im Grunde können wir Gefühle nicht von den anderen Kandas trennen. Wir können nur eben speziell auf die Gefühle achten. Das könnte zum Beispiel eine Erklärung sein. Aber ich weiß es auch nicht, was es genau bedeutet. Vielleicht bedeutet es, dass er eben ständig achtsam war, ständig wissensklar. Kann man nur drüber spekulieren. Dann gibt es eine Lehrrede, wo ein, ich glaube, ein Wanderasket war das, der hat zum Buddha gesagt, er bewundert ihn so wegen seiner Askese, weil er so ein Asket ist. Und dann hat der Buddha gesagt, es gibt Leute, die mich in meiner Askese voll übertreffen, meine Schüler, die also wesentlich asketischer leben. Ich nehme manchmal Einladungen, Hauseinladungen an, ich nehme manchmal Roben aus teurem Stoff an und so weiter. Ich habe manchmal schöne Unterkünfte mit Fensterläden dran und andere leben unter einem Baum und so weiter. Aber die Grundlage, warum er von seinen Schülern verehrt werden wird, ist die höhere Sittlichkeit, Wissen und Schauung, höhere Weisheit, die vier edlen Wahrheiten und dann der Weg, der wird genau beschrieben, also dass er die vier Grundlagen der Achtsamkeit lehrt, die vier richtigen Anstrengungen, die vier Machtpferden, die fünf spirituellen Fähigkeiten, die fünf Geisteskräfte, die sieben Erwachensglieder, den achtfachen Pfad, die acht Erlösungen, die acht Überwindungsgebiete, die zehn Kasinas, die vier Vertiefungen und so weiter und verschiedene übersinnliche Fähigkeiten besitzt. Das ist der Grund, warum ich meine Schüler verehren. Nicht, weil er jetzt ein besonders toller Asket wäre. Hat er ja alles gemacht, bevor er ein Buddha wurde schon. Jetzt zum Thema Allwissenheit. Habe ich schon gesagt, also es ist nicht ständig in ihm anwesend, aber da behauptet irgendein Lehrer, allwissend und allsehend zu sein und auf folgende Weise vollständiges Wissen und Schau zu haben. Ob ich gehe oder stehe oder schlafe oder wache, Wissen und Schau sind mir ständig und ununterbrochen gegenwärtig. Also das hat der Buddha von sich nie behauptet. Und dieser, der das behauptet hat, betritt ein leeres Haus. Er bekommt keine Almosenspeise. Ein Hund beißt ihn. Er begegnet einem wilden Elefanten, einem Wildpferd, einem wilden Bullen. Er fragt nach dem Namen und Clan einer Frau oder eines Mannes. Er fragt nach dem Namen eines Dorfes oder einer Stadt und nach dem Weg dorthin. Wenn er befragt wird, wie kann das sein, erwidert er, es musste so sein, dass ich ein leeres Haus betrat, deswegen betrat ich es. Es musste so sein, dass ich keine Almosenspeise bekam, deswegen bekam ich keine. Es musste so sein, dass ich von einem Hund gebissen wurde, deswegen wurde ich gebissen. Und so weiter. Also das ist natürlich dieser Widerspruch, den wir schon öfters finden in der Auseinandersetzung mit andersfertigen Lehrern, dass da praktisch ein karmischer Determinismus, ein Fatalismus reingebracht wird. Ne? Alles karmisch vorbestimmt, aber wenn er allwissend ist, dann muss er auch wissen, dass er da keine Almosenspeise bekommt, dann muss er auch nicht nach jemandem fragen, wie er heißt. Aber wenn man sagt, naja, es ist aufgrund von Karma, karmische Frucht, dass ich seinen Namen nicht weiß, das ist natürlich diese Allwissenheit, die da behauptet wird sehr fragwürdig. Jetzt würde ich gerne nochmal auf die 32 Merkmale eines großen Mannes eingehen, weil das ist etwas, was wir in manchen Lehrreden finden, dass der Buddha bestimmte äußere Merkmale gehabt hat. Und die sind zum Teil ganz komisch. Auf seinen Fußsohlen sind Räder mit 1000 Speichen, er hat hervorstehende Fersen, er hat lange Finger und Zehen, seine Hände und Füße sind weich und zart. Er hat netzförmige Hände und Füße, seine Füße sind gewölbt, er hat Beine wie eine Antilope, also und so weiter. Also ein Freak. Also wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, es sieht seltsam aus. Und wir haben aber Lehrreden, wo klar hervorgeht, dass der Buddha ausgesehen hat wie ein ganz normaler Mensch. Das haben andere Leute ihn nicht erkannt. In einer Gruppe von Mönchen wussten nicht, haben vorher noch nie gesehen, wussten nicht, welcher ist jetzt der Buddha.
Und er hat auch mit anderen Mönchen die Robe getauscht, also muss er irgendwie einigermaßen normal ausgesehen haben. Er war wohl relativ groß für die damalige Zeit, aber er war nicht der Einzige, der so groß war. Seine Zähne haben keine Lücken, sind ganz weiß, er hat eine große Zunge, göttliche Stimme wird der Ruf des Karavika-Vogels und so weiter. Seine Augen sind tiefblau. Aha, also doch. Er hat die Wimpern eines Ochsen. Sein Kopf hat die Form eines Turbans. Aber wie kommt es zustande? Also die Lehrreden, in denen das vorkommt, und das ist nicht nur im Majjhima Nikaya, auch in den anderen Sammlungen, da geht es immer um Brahmanen. Und diese Brahmanen haben in ihrer Überlieferung die Zeichen eines großen Mannes halt als Überlieferung gehabt. Und naja, der Kopf eines Turban, formen wir einen Turban. Das ist natürlich ein bisschen eine Wahrnehmungssache. Also wenn ich in einen großen Mann sehen will, dann könnte schon ungefähr ausschauen wie ein Turban oder so. Oder er hat mit Sicherheit die Fähigkeit gehabt, sein Äußeres zu verändern oder die Wahrnehmung der Leute zu beeinflussen. Und es geht in diesen Lehrreden, wo es um die 32 Merkmale im Zusammenhang mit dem Buddha geht, immer um Leute, die dann anschließend aufgrund dieser Tatsache ihm erstmal zugehört haben. Die hätten ihm vorher gar nicht zugehört, wenn die nicht irgendwelche langen Finger gesehen hätten. Und dann hat er denen halt lange Finger gezeigt oder sie dazu gebracht, lange Finger zu sehen. Und dann haben die ihm zugehört und dann haben die Lehre verstanden und so Nutzen davon bekommen. Allerdings, was mir aufgefallen ist, dass Ajahn Tongdang, also mein Lehrer, der hatte auch sehr lange Ohrläppchen, ungewöhnlich lange Ohrläppchen. Und ich kenne von seinen 8 Geschwistern, habe ich 3 Brüder und also ich glaube 4 Geschwister von ihm habe ich schon gesehen. Und die haben alle ganz kurze Ohrläppchen. Er ist der Einzige, der lange Ohrläppchen hat. Was will uns das sagen? Ja, aber in dieser Lehrrede sind auch ein paar schöne Beschreibungen, wie sich der Buddha verhalten hat. Also da hat dieser Brahmane, der ihn beobachtet hat, der ist lange mit ihm rumgezogen. Wenn er in einem Haus Platz genommen hat, nestelt er nicht mit den Händen herum, er zappelt nicht mit den Füßen herum, er sitzt nicht mit übereinander geschlagenen Beinen, er sitzt nicht mit aufgestütztem Kinn. Wenn er in einem Haus Platz genommen hat, hat er keine Angst. Er erschauert und zittert nicht, er ist nicht nervös. Und so weiter. Er stützt sich nicht mit der Hand auf dem Sitz auf, er lässt sich nicht auf den Sitz fallen. Seine Robe ist weder zu hoch noch zu tief geschürzt und umschließt seinen Körper weder zu eng noch zu locker. Also lauter schöne Verhaltensweisen. Was ist überhaupt der Vorteil, sich mit diesen Qualitäten von Buddhas allgemeiner Natur auseinanderzusetzen? Jetzt kommen wir auch wieder etwas in ein Gebiet, was rein verstandesmäßig, also von intellektuellen Lehrredenzirkeln vielleicht gar nicht anerkannt wird, aber von Leuten, die mit Kroba Ajans, mit verwirklichten Meistern gelebt haben oder überhaupt also hochentwickelte Wesen getroffen haben, für solche Leute ist es ganz selbstverständlich, irgendwie ganz normal, dass man sich in die Qualitäten dieser Leute einklinken kann. Also in den Suttas finden wir Aussagen wie, wer bedingte Entstehung sieht, sieht den Buddha. Das geht auch so in diese Richtung so ein bisschen. Also dass da die Qualität des Dhamma und die Qualitäten der Buddhas irgendwie ein bisschen miteinander zusammenhängen. Klar, der ist gestorben, sein fleischlicher Körper ist verbrannt worden. Die Arahans der Vergangenheit sind alle verbrannt worden oder verrottet oder was auch immer. Aber diese Qualität, diese segensreichen Eigenschaften von den Buddhas, mit denen kann man durchaus in Kontakt treten. Wir haben so viele Chants, da steht dann Bhutano Bhavena, so und so. Und das bedeutet immer bei der Kraft des Buddhas oder bei der Kraft der Buddhas möge mir kein Unheil entstehen oder möge ich auf dem Weg vorankommen. Das heißt, da ist die Vorstellung da, dass man sich da einklinken kann.
möchte ein paar Beispiele erzählen. Also zum Beispiel kann man sich auch in die Kraft von verwirklichten Meistern unserer Zeit einklinken. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Fall, wo ein unruhiger Geist, also jemand, der verstorben ist und dann offensichtlich als Prätor oder so wiedergeboren wurde, in einem Zustand des Mangels, der dann den Menschen durch bestimmte Spukerscheinungen halt Ärger gemacht hat. Und die haben dann einen Mönch gebeten, den zu befrieden. Da hat er gesagt, ich bin gerade Mönch geworden, ich habe keine Fähigkeiten in der Richtung. Und hat es dann aber trotzdem probiert und hat dann, glaube ich, einen Anhänger gehabt mit einem Bild von Lumpur Dö. Und der war absoluter Spezialist für sowas. Und hat es da neben sich zu der Buddha-Statue hingestellt, während er dann ein paar Chants gemacht hat, um diesem unruhigen Geist Verdienste zukommen zu lassen und so weiter. Und es hat geholfen. Und Ajahn Tongdeng, der hat mir zwei Geschichten erzählt, wie man Buddha-Kun heißt es auf Thai, also die Qualitäten eines Buddhas sich einklinken kann. Das eine war eine Frau, die ich auch kenne, aus Chiang Mai, die ist von ihren Kollegen und Kolleginnen gemobbt worden. Und die ist dann zu Ajahn Tongdeng gegangen, der hat gesagt, naja, versuch's mal mit liebende Güte und so weiter. Dann hat sie versucht, hat nicht geklappt, ging immer so weiter. Und dann hat er sie mal gefragt, was praktizierst du so an Praktiken der Hingabe und so weiter. Und dann sagte sie Kuan Yin, die ist aus dem Mahayana, das ist Bodhisattva des Mitgefühls, weil sie gesagt hat, mehr Metta, sie soll ja Metta ausüben. Und die Praxis Kuan Yin, also deren Mantra rezitieren oder irgendwelche Hingabetexte, also so Verehrungstexte für Kuan Yin oder sie visualisieren oder eine Statue aufstellen, ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat. Aber das war ihre Praxis. Also sie hat versucht, sich mit den Qualitäten von Kuan Yin, die ja vielleicht auch eben nur archetypisch gemeint ist, als Verkörperung von Mitgefühl, als ein Wesen, was diese von den 10 Paramis, von den 10 Qualitäten eines Buddha, die der vervollkommnet hat, hat sie eben das Mitgefühl schon sehr hoch entwickelt und hat sich dann versucht, mit diesen Kuan Yin Qualitäten ihre Probleme zu bewältigen. Da hat er gesagt, probier's mal mit ETP so, das, was wir jeden Abend chanten. Ne? So aber ist der Erhabene. Diese Besinnung auf Buddha Dhammasangha, hat gesagt, verbinde dich mal mit den Qualitäten eines Buddha. Weil der hat, wie wir vorhin auch gechantet haben, Puretva Paramis Sabhavya, der hat alle 10 Paramis vervollkommen. Er hat gesagt, Kuan Yin ist gut, aber da fehlt noch was. Probier es mal mit Itipiso, das ist ja nun was jedes Kind in Thailand kann. Von daher hat sie irgendwie gedacht, das ist irgendwie zu gewöhnlich. Und die hat es gemacht und die Probleme waren vorbei. Also die hat dann ihre Probleme lösen können, die sie da hatte. Eine andere Geschichte war aus Ajahn Tongdengs eigener Erfahrung. Er war auf Tudong in Bergen, Bong De, da war ich auch mal. Das sind so heiße Quellen. Sehr schönes, einsames Waldkloster. Damals gab es noch keine Straße. Jetzt inzwischen ist also diese heißen Quellen sind auf den Touristenkarten drauf. Also da ist jetzt schon ein bisschen was los. Die haben jetzt eine Straße hingebaut, kann man mit dem Auto hinfahren. Und kommen jetzt natürlich auch Mönche in das Kloster, die mehr so auf Ausflugsmönche. Aber es sind da immer noch nach wie vor auch Mönche, die echt praktizieren. Aber als Ajahn Tongdeng da war, gab es noch keine Straße. Da war das wirklich tiefster Dschungel. Und er war dann da alleine, hat dann die Nacht fast durchmeditiert und dann hat er sich irgendwie hingelegt. Und dann hat ihn ein Yakka am Bein gezogen. Also irgend so ein Spirit. Ein Schwarzer. Und dann hat er sich gedacht, naja, dann mache ich mal ETP so. Und er hat gesagt, er ist noch nicht mal bis so gekommen, da war der schon weg. Also sofort losgelassen. Später hat er dann Lumpur Prasit erzählt. Und dann hat er gesagt, ach ja, hast du Eidam getroffen. Der, so viel wie der Kumpel Schwarz, also der Spitzname, also den scheinen mehrere getroffen zu haben da in Punkt dort.
Also bei mir war er nicht. Also ich habe da. Aber vielleicht ist er auch, seit die Straße gebaut wurde, nicht mehr runter, nicht mehr da. Also sie irgendwo anders hin zurückgezogen. Wie kann man sich den Kumpel schwarz vorstellen, bildlich? Ja, also hat sicherlich keinen materiellen Körper, aber in der Meditation wirst du schon irgendein Bild haben, irgendeine schwarze Gestalt. Schatten, ja. Wobei schwarz ist eigentlich so traditionell die Farbe der Asuras. Aber die, also diese lichtlosen Wesen, das sind Wesen, die in der buddhistischen Kosmologie unter den Menschen stehen, die sehr viel Macht haben, aber wenig Weisheit und wenig Licht und wenig Helligkeit. Also ich habe selber mal in einer Höhle, auch total am Ende der Welt, mal für ein paar Stunden ein Problem gehabt. Ich habe allerdings keinen, ich bin nicht so visuell veranlagt, ich habe nichts dazu gesehen, ich habe nur mein Gedächtnis verloren plötzlich. Für mehrere Stunden. Besessen, also eine Besessenheit. Und ja, also die Thais, die tun sich immer ein bisschen schwer, in ihre Geisterterminologie mit den Sutta-Terminologie in Einklang zu bringen, aber Ajahn Tongling meinte, also ein Asura, einer von diesen Titanen, sagt man. In deutscher Übersetzung. Oder Dämonen, würde ich eher sagen. Also es sind eigentlich Wesen, die wenig Verdienste haben, aber nicht jetzt ausgeprägte Gier-Mentalität, das wäre dann so der Hungergeisterbereich. Ja, also man kann sich durchaus mit diesen Qualitäten in Beziehung setzen. Wenn wir der Meinung sind, die Wirkung von dem Buddha wäre darauf beschränkt, dass wir solche Bücher heutzutage haben, da limitieren wir uns selber. Man muss da jetzt nicht irgendwie was glauben oder so. Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann lasse ich es einfach erstmal stehen. Und vielleicht kommt irgendwann mal der Zeitpunkt, wo ich dann ein Aha-Erlebnis habe und weiß, dass da was funktioniert. Also zum Beispiel, wenn ich Paritas chante, besonders bei Anlässen, wo ungewöhnliche Bedingungen oder so, dann versuche ich immer Kontakt, mentalen Kontakt mit Ajahn Tongdeng aufzunehmen, weil der so ein Chanting-Spezialist ist. Und das erklärt jetzt auch, warum er diesen Text Sambuddhe so liebt. Das ist eine Verehrung den 2.048.109 Buddhas gegenüber. Man muss sich da nicht so an das Verstandesmäßige klammern, denn Dhamma ist mit dem Verstand allein nicht zu erschließen. Wir brauchen den Verstand, um die Lehrinhalte irgendwie uns zuzuführen. Aber selbst Samadhi ist schon jenseits davon. Tja, in diesem Sinne haben wir auch die Stupa den 28 Buddhas der Vergangenheit gewidmet und Reliquien eingebracht am letzten Asalaputra-Tag, wobei die sicherlich auch symbolisch gemeint sind, denn Materie übersteht ein Weltenende nicht. Also die können nicht vom Buddha Dipankara, die kann es nicht mehr geben als Materie. Na, wenn jetzt der Verstand wieder einsetzt. Trotzdem haben wir welche bekommen. Stand drauf, Schild Buddha Dipankara. Keine Ahnung, was das ist. Wir haben die da in einer Zeremonie da oben reingebracht. Und wir haben auch Reliquien hier, wo wir genau wissen, wo die herkommen, von welchem Knochen die gekommen sind. Aber ja, darum geht es auch nicht. Und dieser Hügel wird zunehmend zum Kraftort. Er zieht Menschen an, die sich nicht hier reintrauen, aber die dann Wiesenblumen pflücken und einen Kranz draus machen und den da hinlegen. Also die sich da irgendwie angesprochen fühlen. Und je mehr Leute sich mit diesen Qualitäten in Beziehung setzen, je mehr da liebevolle Gedanken aufkommen, Gedanken der Hingabe, desto mehr wird es auch ein Fokuspunkt, wo das dann immer leichter wird. Es sind schon Leute aus dem Dorf gekommen, heimlich, haben da Blumen hingelegt, ist mir berichtet worden. Wer weiß, ob es hilft. Ja, ich habe wahrscheinlich gesehen. Ja. Vorgestern waren wieder welche da, die haben sich auch hier nicht reingetraut. Die haben dann irgendwie was zu essen gebracht,
Aber bei der Stupa waren sie. Ja, und auch die Rosen, die haben bis in November geblüht. Das ist auch, also alle unsere Gartenspezialisten haben gesagt, wie gibt es das in dem Klima auf 560 Meter Höhe, dass die bis Mitte November noch blühen. Ein Wunder. Naja, wie dem auch sei, ich schlage vor, dass wir jetzt rausgehen. Ihr holt euch in der Küche jeder drei Räucherstäbchen, zündet die an. Ich hole mir da welche und dann treffen wir uns an der Glocke. Ich läute die Glocke und dann gehen wir zur Stupa. Gehen wir einmal rum, machen wir keine normale Kerzenprozession. Und dann können wir zusammen noch den chanten, den wir heute noch nicht gechantet haben, nämlich Itipiso, die Qualitäten eines Buddha. Dhammasanga gedenken und dann können wir gute Wünsche machen und die Räucherstäbchen da in das Gefäß stellen und dann kommen wir wieder rein und meditieren ein wenig und danach lese ich dann noch eine Weihnachtsgeschichte. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammang namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang namami.